Bevor es mit dem Ausbruch losgeht, wollte ich euch noch sagen, das war der kreativste und härteste Parcours, den ich bis jetzt gemacht habe. Und es war auch mein erster Run, das heißt, ich wusste absolut nicht, was auf mich zukommen wird. Grand Roy, Leute, und ihr seht schon, wir sind heute im Gefängnis gelandet. Wir sind hier für 10 Jahre verurteilt worden, aber es war ein Missverständnis. Ihr müsst mir einfach glauben, ich bin unschuldig. Und wir müssen irgendwie gucken, dass wir aus diesem Knast schnellstmöglich rauskommen. Es warten Rätsel auf uns und wir müssen uns geschickt anstellen, ansonsten gelingt uns die Flucht nicht. Ihr seht schon, hier sind einzelne Zellen, hier sind echt nur Betten drin, ein Waschbecken und Toiletten. Und der Typ hat ja hier ein richtiges 5-Sterne-Zimmer, hier sogar mit TV, Grill hat er sogar auch noch am Start, eine Badewanne, alles mögliche. Wir müssen jetzt erstmal gucken, was wir hier machen müssen, um hier rauszukommen. Also die Tür hinten ist schon blockiert. Ich werde mir jetzt noch ein paar Zellen durchgucken, ob ich irgendwas Auffälliges finden kann oder sowas. Okay, hier haben wir auch noch eine Tür, gehen wir mal eben mal hier rein. Oh, hier flimmert schon was an der Wand. Telefonzellen, um nochmal irgendjemand anzurufen hier aus dem Knast. Basketball gibt es natürlich hier auch. Schauen wir mal hier noch rein. Oh, was ist das hier? Ein elektrischer Stuhl haben die hier sogar. Leute, wir müssen hier wirklich raus. Also ganz im Ernst. Ich will hier keine Sekunde länger bleiben. Hier alles videoüberwacht. Guck mal, da bin ich hier sogar drin. Filmen sie mich hier gerade beim Rumlaufen. Das ist mir ganz unangenehm. Wir müssen hier unbedingt raus. Hier versammelt sich dann auch die Fernsehgruppe und schaut wahrscheinlich immer in den Pausen irgendwas an. Ich werde hier einfach mal Zelle nach Zelle durchsuchen. Aber die sehen hier echt alle gleich aus. Also gleiche Einrichtung für jeden. Aha, okay, das sieht hier mal ein bisschen seltsam aus. Das Bett sieht auf jeden Fall schon ziemlich ramponiert aus und schaut es euch an. Die Toilette hat hier einen Schaden, Wasserschaden und man kann hier hochgehen. Okay, das war glaube ich schon mal das erste Rätsel. Dennoch sind hier die Türen blockiert und wir können hier nicht durchgehen. Hier auch nochmal eine Blockade. Da kommt man halt echt nicht durch und hier können wir auch nicht weiter. Okay, hier ist aber nochmal ein Loch. Und wir können hier direkt hoch. Okay, jetzt sind wir eigentlich schon gut vorangekommen. Und es müsste hier weitergehen. Und mich würde es wirklich mega freuen, wenn ihr an meinen Supporter-Creator-Code denken würdet. Weil der läuft alle 2 Wochen immer ab. Und den müsst ihr dann wieder neu eintragen. Und wenn ihr mich da weiterhin unterstützen wollt, dann macht er das bitte. Denn dann freue ich mich sehr. Okay, also hier ist irgendwie alles voller Eis. Da oben scheint es noch hoch zu gehen. Vielleicht muss man echt mit Anlauf hier hin. Also hier kann man auch nicht mehr weiter. Auch die Tür wieder blockiert. Ich guck mal noch kurz hier hinten. Okay, dann versuchen wir das mal. Also von hier. Erstmal hier rechts durch, dann links durch. Und wow, okay, wir haben es geschafft. Der Sprung war auf jeden Fall ziemlich hoch. Dann geht's jetzt weiter, wie es aussieht. Okay, was gibt's hier hinten noch? Okay, wieder einfach eine Blockade. Hier kommt man auch keinen Schritt weiter. Okay, und hier sieht es mir schon ganz klar nach einem Jump'n'Run aus. Wir müssen vielleicht sogar auf die Pflanze springen, insofern es geht. Ich springe erstmal hier drauf und es klappt sogar, okay. Also können wir hier die Pflanzen benutzen. Und jetzt scheint es noch ein bisschen schwerer zu werden. Okay. Haben wir auch. Ah, runtergefallen. Okay, aber erstmal gucken, was gibt's hier? Also wenn wir jetzt hier sind, was machen wir da? Wir könnten vielleicht die Tür betätigen. Da ist eine Tür drin. Aber würde uns eigentlich auch nichts bringen. Hier ist eine 3. Hier ist eine 5. Vielleicht muss man es irgendwie chronologisch machen. Aber wenn wir die Tür eventuell so aufmachen würden, also von dieser Seite, könnten wir vielleicht, wenn wir jetzt hier das Jump'n'Run machen, da drauf gehen und oben landen. Jetzt muss ich nur irgendwie die Tür da betätigen können. Also vielleicht erstmal... Okay, es scheint zu gehen. Es scheint wirklich zu gehen. Dann müssen wir jetzt nur hier hoch. Aufs nächste. Dann hier auf die Dachrinne mal kurz. Okay, sieht gut aus. Und jetzt hier noch eben. Okay, passt. Und jetzt nur die Tür irgendwie antitschen. Und wir haben sie offen. Und können das jetzt hier als Fluchtweg benutzen. Dann müssen wir jetzt hier nur das Jump'n'Run schaffen. So, einmal auf die Laterne. Auf die 3 Büsche drauf. Und man muss echt ein bisschen aufpassen, dass man auch nicht direkt wieder springt. Weil manchmal macht er dann so einen kleinen Sprung und man kann voll leicht runterfliegen. Ah, jetzt aber. So, dann noch hier hoch. Da hoch. Oh, hier ist nochmal eine Dachrinne. Okay, ganz vorsichtig. Jetzt darf ich echt nicht so weit springen. Okay, klappt. Und jetzt nur noch auf die Tür hier. Oh yeah, wir haben es, glaube ich, soweit geschafft. Und jetzt nur der letzte Sprung hier drauf. Ich glaube, das ist auch der einzige Weg, ansonsten gibt es keinen anderen mehr. Komm, mit Anlauf jetzt hier. Oh, nicht geschafft. Und vielleicht echt mal so Anlauf nehmen. Jetzt aber mit Ansage. Okay, geschafft. Nächstes Hindernis überwunden, wir sind schon einen ganzen Schritt weiter. Okay, da kommen jetzt auch Fallen ins Spiel, wie es aussieht.
Müssen wir die wieder kurz triggern, durchrennen und das sieht eigentlich soweit safe aus. Eventuell durchcrouchen, denke ich mal, oder? Ja, geht. Und wir haben auch einen nächsten Checkpoint. Das heißt, wir spawnen jetzt hier wieder, wenn irgendwas passieren sollte. Okay, jetzt wird es ein bisschen härter, glaube ich. Hier sind schon überall Fallen. Und so ein bisschen Jump'n'Run-mäßig geht es jetzt wahrscheinlich weiter. Oh, okay. Da ist eine Falle. Okay, dann kurz triggern. So, oben drüber. Und wir sind wieder safe. Und jetzt kommt, glaube ich, der schwierige Part. Also, wenn wir runterfliegen, dann werden wir von den Fallen erwischt. Hier wahrscheinlich direkt ducken, denke ich mal. Boah, knapp, knapp, knapp. Ducken. Kopf einziehen. Okay, okay. Das war jetzt schon mal auch wieder gut. Ja, wir müssen eigentlich hier um die Ecke springen, denke ich mal. Vielleicht ans Bouncepad und dann irgendwie darüber. Aber ich glaube, das wird schon ein bisschen kompliziert. So, haben wir. Und jetzt, okay, ans Bouncepad und direkt durch die Tür. Das heißt, wir müssen ziemlich mittig hier anhitten. Ah, oh, nicht geschafft. Okay, komm. Ja, ich hab's. Diesmal habe ich es gepackt. Okay. Es geht weiter. Wir haben keinen Checkpoint hier. Unten direkt eine Falle. Okay, ich werde einfach direkt da unten so durchlaufen. Zack. Jetzt sind wir schon mal hier. Und ja, wir müssen wahrscheinlich da hoch. Wir müssen wahrscheinlich so schnell wie es geht dann auf den, wenn wir die getriggert haben. So, zack, Falle getriggert. Ich habe echt ein bisschen Zeit. Gar keinen Zeitdruck eigentlich. So. Das war schon mal gut. Und dann der lange Sprung. Genau, der lange Sprung. Ja, als nächstes müssen wir auf die. Okay, ich hab's schon geschafft eigentlich. Hätte nur stehen bleiben müssen. Okay, komm, dieser Sprung jetzt. So, diesmal habe ich ihn. Jetzt auf das hier. Okay, auch noch gemeistert. Boah, der wird schon hoch. Der wird echt hoch. Okay, ich hab's aber. Komm schon. Ich muss es jetzt schaffen, ey. Ich habe es jetzt echt, wir haben schon Nacht und ich habe so lange jetzt versucht hier. Okay, habe ich auch. Vermutlicherweise auf die Kiste. Okay, komm, ey, der nächste Checkpoint, der muss kommen. Okay. Haben wir auch. Okay, so. Oh, und dann noch alles hoch oder was? Nein, ich bin hängen geblieben an diesem Teil. So, okay. Mittlerweile ist es wieder Tag. Und kennt ihr das, wenn ihr die ganze Zeit dann einfach irgendwelche Leichtsinnsfehler macht, weil ihr es so schnell wie möglich absolvieren wollt? Wir müssen hier hoch. Als nächstes auf den, aber wenn es geht hier, nicht anstoßen. Okay, klappt, klappt, klappt. Oh nein, alles nochmal von vorne. Komm, stech zu. Hohoho, wieder hochgeschafft, ja. Yeah. Ich hab's. Okay, okay, okay. Also, den da hinten jetzt mit ein bisschen Anlauf. Oh, ich hab ihn auch noch. Boah, jetzt aber noch den hier. Ah. Oh, ich hab ihn auch. Ja, Mann, komm schon. Jetzt hab ich's. Jetzt hol ich's nach Hause. Also da oben muss ich noch rein oder wie? Da muss ich dann jetzt wahrscheinlich... Boah, ey, wäre ich da jetzt stecken geblieben und käme nicht mehr raus. Passt es von der Höhe? Müsste eigentlich, ne? Okay. Bitte, Checkpoint. Ich brauche jetzt einen Checkpoint, wirklich. Es gibt hier keine Fallen. Okay, wir gehen ganz sicher vor, dass wir das hier nach Hause holen. Ich will einfach nur den nächsten Checkpoint jetzt holen. Ey, ich habe echt jetzt 20 bis 30 Minuten drum gemacht. Die ganze Zeit auch leichtens Fehler wieder drin gehabt und so. Es ist echt knifflig, es ist gar nicht so einfach. Okay, es scheint mir nicht nach einem Checkpoint hier. Ah, da unten ist einer. Boah, würde ich hier jetzt noch in irgendeine Falle rein? Okay, so, geschafft, okay, das hätten wir auch, ohne die Fallen überhaupt auszulösen, das nennt sich Sicherheit. Jetzt kommt hier wieder eine Abfahrt oder was, jetzt wird es hier wieder auf Eis gelegt,
Okay, vielleicht auch viele Fallen, kann ich mir jetzt vorstellen. Okay, da war schon die erste. Jetzt macht's wieder Spaß hier, da ich den Checkpoint habe. Also man muss hier ziemlich weit links gehen, dass die Falle eigentlich hittet. Haben wir. Ach, jetzt kommen nochmal zwei Checkpoints oder was? Nach dieser läppischen Falle hier, komm. Also ganz ehrlich. Da nochmal zwei Checkpoints hinzuhauen, nach so lange keinem Checkpoint, ist da echt lächerlich eigentlich fast schon. Okay, wir müssen echt zwei sehr, sehr gute Sprünge hintereinander machen, um hier hochzukommen. Und falls ihr die Videos immer guckt, ohne den Kanal abonniert zu haben, dann beschenkt mich heute mal wirklich mit einem Abo, Leute. Ich würde mich sehr freuen. Und dann verpasst ihr auch keine weiteren Parcours mehr oder Challenges auf dem Kanal. Ja, Mann. Und der zweite. Okay, jetzt geht's hier trotzdem noch weiter. Mal gucken, ob es hier irgendeinen Checkpoint oder so gibt. Wahrscheinlich nicht. Aber auch nicht schlimm, das ist ja nicht so schwer. Mal gucken, was jetzt kommt. Hier sind ziemlich viele Fallen. Ich muss auf jeden Fall erstmal links die Rampe hoch. Und dann wahrscheinlich rechts die Rampe hoch. Ich schätze es jetzt einfach mal, aber links habe ich sie schon gesehen. Zack. Wow, was ein Parcours, Leute. Okay, hier haben wir jetzt einen Schwung verloren. Die nächste Abfahrt. Okay, komm, diesmal. So, bisschen früher schon den Jump. Wow, fies. Wieder wirklich relativ mittig hier zwischen den zwei Säulen. Okay. Komm, jetzt voll rüberziehen. Ja, Mann. Okay, ich denke, jetzt können wir es schaffen. Wir müssen nur noch die Falle kurz triggern. Komm. Na komm, Falle. Komm, komm raus. Naja. Dann laufe ich einfach so durch und sie triggert danach. Okay, nächster Checkpoint, Leute. Ich muss sagen, es ist echt ein geiler Parcours. Schön abwechslungsreich, mal wieder solche Slide-Passagen, dann wieder normal. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier die Geschwindigkeit halten muss, aber wir gucken einfach mal ein bisschen, was abgeht. Da muss man einen richtig kranken Jump anscheinend machen. So, okay. Oh, hier drüber balancieren. Ah, jetzt hatte ich hier gar keinen Speed mehr auf einmal. Komm schon. Ja, ich hab's geschafft. Man muss es echt in einem Run machen. Man darf nicht Geschwindigkeit verlieren. Man darf nicht zweimal irgendwie auftitschen. Wofür ist das Bounce-Pad da? Seltsames Bounce-Pad auf jeden Fall. Keine Fallen soweit, wir können weiter. Ich höre aber schon was. Es hört sich auf jeden Fall geladen an, kann ich euch sagen. Immerhin ein Checkpoint. Immerhin. Nehme ich direkt mit. Wow, wie link diese Falle halt auch noch ist. Wieso hat er mich nicht gekillt? Okay, sie killt auf jeden Fall. Ich glaube, es läuft wirklich darauf hinaus, dass wir hier hoch müssen. Also geht's ab hier wieder echt Jump'n'Run-mäßig weiter. So. Oh, der war ein langer Sprung auf jeden Fall. Okay, auf die Laterne. Komm, nochmal mit Anlauf jetzt. Ich glaube, man muss wirklich komplett durchlaufen und dann hier eher dieses Stück anpeilen, weil das ist ein bisschen näher. Oh, wir haben es geschafft. So, als nächstes können wir vielleicht hier ein bisschen hoch, genau. Und dann irgendwie aufs nächste dann springen. Okay, haben wir auch. Oh, jetzt müssen wir um die Ecke springen. Ich hasse es. Man darf auf keinen Fall hier irgendwie die Wand berühren. Aber da ist schon der nächste Checkpoint. Ah, oh, knapp. Oh, ich hab's. Der letzte Sprung. Bisschen Anlauf noch nehmen. Und wir haben's. Wir sind am nächsten Checkpoint angekommen. Boah, wie lang geht das hier noch? Das ist echt hart. Das ist echt ein harter Parcours. Aber wirklich auch ein cooler Parcours, muss man sagen. Aus dem Gefängnis. Und falls euch der Gefängnisausbruch bis zu diesem Punkt gefallen hat, zeigt es mir mit einem Daumen nach oben. Das ging wirklich noch eine ganze Weile, Leute. Ich war insgesamt 3,5 Stunden am Aufnehmen und die Folge wäre eben eine halbe Stunde geworden. Deswegen würde ich sagen, wenn ihr die Serie feiert, lade ich morgen den zweiten Teil noch hoch. Vergesst auf jeden Fall nicht, meinen Kanal hier zu abonnieren. Wir sind auf einem steilen Weg zu den Millionen. Falls ihr mich kostenlos unterstützen wollt, gebt den Supporter-Creator-Code auch an. Das war's. Euer Cringe Royale.